Flurförderzeuge sind Investitionsgüter. Und dieses Investitionsgut muss effizient eingesetzt werden. Es ist wichtig, dass dieses Investitionsgut Daten von sich mitteilt. Der Kunde bekommt dadurch eine transparente Darstellung seiner Geräte. Wie sind sie eingesetzt? Werden sie zu viel eingesetzt, zu wenig? Heben sie so viel? Werden die immer im richtigen Zeitpunkt die Batterien geladen? Der Kunde hat dadurch Möglichkeiten einzugreifen. Mein Name ist Matthias Hasemüller, bin Meister Instandhaltung bei Wilhelm Boch in Mettlach. Ich habe das Projekt des Flottenmanagement mitbetreut. Wir haben im Moment 23 Stapler von Linde im Einsatz mit Connect-System. Mit Linde Connect können wir sicherstellen, dass die Stapler nur von autorisierten Personen benutzt werden. Eine Fremdbenutzung ist dadurch ausgeschlossen. Vorteil davon ist, dass wir das Ganze über einen Rechner steuern können. Wir können Betriebsstunden auslesen, Wartungsberichte einlesen und damit auch die Arbeitssicherheit erhöhen. Außerdem sind wir revisionssicher gegenüber internen oder externen Audits. Zu diesem Zweck entwickeln wir elektronische Steuerungsgeräte und Einheiten, die über eine drahtlose Kommunikation, Bluetooth, Wi-Fi oder Mobilfunk Daten aus diesem Flurförderzeug heraussenden in eine IT-Landschaft. Und dort werden die Daten dann so aufbereitet, dass sinnvolle Berichte und letztendlich daraus Handlungsalternativen aufgezeigt werden können. Ich bin mir sicher, die nächsten Schritte werden noch mehr Transparenz, noch mehr Daten sein und wir überführen das Ganze auf eine mehr intelligente Ebene, sodass wir Daten analysieren können, wie zum Beispiel Predictive Maintenance, Preventive Maintenance, sodass es wieder kosteneffizient für unseren Kunden einwirkt.